Also herzlich merci, wenn eurer Seite der Recht auf Interesse. Ja, das hat schon gedurcht, wo man der Teil vierbret hat. Es ging nicht mehr viel Rätsel vom Covid. Wenn ich gesehen habe, Samstag hatte sowohl die Wort für Tageblatt, hatte nur noch größere Artikel über den Covid. Das ist eine gute Überraschung gewesen. Eine positive Überraschung, dass darüber geschwärzt wird. Ich will dich proposieren, dass wir heute an drei Wollen über die Probleme schwätze vom Covid. Das ist das, was ich will machen, dass ich einen kleinen Rückblick proposieren. Weil das immer mal gut, daran zu erinnern, wie schlimm eigentlich die Zeit war, was wir alles müssen miterleben, dass das sehr vergisst, von den Details, du das nach einer kleinen Erinnerung rief. Das Zweite, was wir wollten machen, dass ein bisschen an die Grenzen rausgucken. Und ob die Diskussion an den Nobelschländer kurz angehen, für dann für uns hier aber Konklusionen zu ziehen, was wir gerade als ADR hätten. Und das in dem Sinn, haben wir schon einen Zettel ausgedehnt, da sind 20 Punkte drauf, die sind noch nicht ausformuliert. Wir müssen einfach gedacht, dass wir einfach für euch, von der Dedoleien, für eure Notizen zu machen, die 20 Forderungen, da können wir darüber schaffen. Mit der das noch nicht den ausgefeilten Textpartner, der das einfach ein redaktionelle Hölle für euch, sowas das gedacht. Also, der Rückblick, was hat man hier im Land erlebt? Zunächst muss ich sagen, dass wir ganz viele Leute hatten an Alters- und Pflegeheimen, die hier gestorben sind. Wir hatten lange Isolationszeiten von vulnerablen Leuten, älteren Leuten, was natürlich auch ganz schwer zu erdrohen wäre, was auch zu mentalen Problemen geführt hat. Und für alle macht das viele Leute müssen lange sterben. Alles das soll man nicht vergessen. Das sind Sachen, die aus sich nicht an unsere Gesellschaft gehören. Wir werden alles so müssen hier erleben. Wir hatten Einschränkungen von den Grundfreiheiten. Und das wird relativ sehr und einfach gemerkt, auch über lange Zeiträume, dass auch etwas, was uns interpelliert, wenn wir grundsätzlich der Überzeugung sind, dass die Grundfreiheiten nicht dürfen angeschränkt gehen. Wir haben uns als ADR auch immer dagegen gewirrt. Da wurden Liberté de Commerce selbstverständlich vor angeschränkt, die Großgeschäfte ab, kleiner Zoo, den ganzen Horeca-Bereich. Wir hatten Liberté de Mouvement, wo angeschränkt von den Leuten, wir hatten den Couvre-feu, zum Teil mit komplett absurden Bestimmungen, wie die Geschichte mit dem Spaziergang mit dem Hund, nicht mehr wie Kilometer, wenn du heim wäschst. Also ich frage mich nicht mehr, wen du drauf kommst. Dann Liberté de manifester ses opinions, das verfassungsmäßig garantiert Grundrecht, Einschränkung von der Demonstrationsfreiheit. Der Respekt der Vie privée et familiale, ein anderes Verfassungsprinzip, der violiert wird, weil die Regierung uns auch viel geschrieben hat, was wir daheim dürfen machen, wie viele Leute wir daheim dürfen gesehen und so weiter, Familie oder nicht Familie. Also das ist ganz, ganz weit gegangen, auch für unseren Grund, für uns dann nur eine Reihe von aber zu stellen. Dann haben wir festgestellt am medizinischen Dienst, dass viele Leute nicht mehr medizinisch adäquat weiter behandelt und da kommt der Gin, die schon krank wäre, was natürlich ihr Krankheitsbild nicht verbessert hat. Und auch den Depistage ist natürlich lange Zeit neu geblieben. Wir hatten einen ganz repressiv Approach. Wir hatten, wie gesagt, die Einschränkung an Demonstrationsrecht. Wir hatten das Konfinement von einer Demonstration ohne legale Basis. Wir haben das finden am Gesetz über die Polizeiadministrativ überhaupt nicht. Das hat aber dazu auch zu ganz unschönen Szenen geführt. Wir hatten an den Medien eine ganz starke Kritik über Impfskeptiker, zum Teil mit Fotos, mit Diffamation. Und das war richtige Pranger für verschiedene Leute ging. Wir hatten auch die Situation, dass die Regierung immer mehr Druck auf die Leute ausgeübt hat, sich forciert hat, praktisch für sich impfen zu lassen. Und auch ganz viele Zitate von Regierungsmembern, die das ermohlen. Auch mit der 2G-Regelung und da ist man einem immensen emotionalen, psychischen und gesellschaftlichen Druck geschafft gehen, Leute sie finanziell unter Druck gesetzt gehen, sie praktisch im sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen gewesen, Stressfreiheit war vorgestellt für Leute, die das eben für sich nicht wollten, wie sich impfen zu lassen. Bei der Armee ist sogar Vorschrift, dass man sich muss impfen lassen, wenn wir Rekrut an der Armee sind. Wir hatten andere Sachen, die nicht schön sind in unserer Gesellschaft, die wir auch nicht wollen. Wir hatten einen Denunziantentum, den angefangen hat, um sich zu greifen. Leute bei der Polizei oder so sind für angerufen, wenn man Besuch hat, dass das soll kontrolliert gehen. Aber wir hatten auch von der Seite von Politikern eine ganze Reihe ganz hart aussehen gegenüber den Leuten, die Impfskeptiker waren.
Taxa von Leuten, die sich normalerweise für Minoritäten ansetzen, aber da müssen nicht die richtigen Minoritäten sein. Bei anderen Minoritäten sind sie dann männertolerant. Einzelne Leute, die auch antreten an den nächsten Wahlen, haben von Idioten geschwärt auf der Straße und ähnlich ausgedrückt. Also, es war wirklich zum Teil ganz hart. Die Regierung hat nur der Krise, nachdem die Covid-Krise dann nicht mehr so präsent war, hat sie eine getüte Komplaisance, das kann ich nicht ähnlich so, bei der OECD dann angefragt, dass natürlich rauskommt, dass alles gut gemerkt hat. Wunderbar. Schon selber, wo ich auch mit interviewt ging an der Geschichte über Video auf Französisch, wo Leute, die das Land nicht gut kennen, also das kann ich sich wirklich freuen, wer sind möglich, dass so eine getüte überhaupt dann mit einer gewissen Seriosität soll präsentiert gehen. Also auf jeden Fall ist nicht das, was wir als Abschaffung von der Covid-Zeit erwerben. Das ist für uns auch ganz, ganz klar, nein, eben in den wichtigsten Enseignementen, die man aus der Krise muss herausziehen, dass die Gesundheitspolitik, die in den letzten Jahrzehnten gemerkt hat, von hauptsächlich unter der Ägide von der LSAP, die hat versucht. Ich meine, wir hatten einen Gesundheitssektor, der nicht gut genug vorbereitet war. Die Krise gauf geriert, sie gauf dags improvisiert, sie gauf nicht gut genug geriert. Wir hatten auch schon ein paar Probleme annimmt. Und tut mich persönlich, das ist aber eine persönliche Meinung, wirklich überrascht, dass eigentlich die Person, die mit responsabel wäre für all die Probleme, die man der Krise hatte, nur einmal Spitzenkandidatin von der LSRP für die nächsten Wahlen ist. Schon fand, dass eigentlich Leistung an die politische Belohnung nicht an einem Verhältnis zu mir stehen. Schon in einem Interview, wenn man am Lehner natürlich den Samstag schnell geguckt hat, am Tageblatt. Da sind dann so Sachen, dann, das gut, dass in den Konjunktiv an der Show leiert. Ja, da wird dann so angekündigt. Es gibt da festgehalten oder Konsultationen mit den Leuten vom Terrain, dass es in Zukunft vorteilhaft wäre, die nötigen Reservekapazitäten in den Krankenhäusern vorzusehen. Das ist am Ende keine dynamische Gesundheitspolitik an nicht, weil ich kann präsentieren als eine adäquate Antwort auf die Probleme, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Gerade so wie das Pandemiegesetz darunter wird geschafft, das soll noch in dieser Legislatur kommen. Wir müssen seit Jahren, mit Jahren sind wir mit der Problematik Covid oder Pandemien allgemein auch international mehr konzerniert und das wird noch einmal darüber geschafft. Also das ist alles eine Inertie an dem Gesundheitssystem, an dem Gesundheitsministerium, noch von der zuständigen Minister, die nicht aufbricht, als für mit so Herausforderungen umzugehen, wie wir es in unserer Gesellschaft tun. Wir hatten als ADR auch immer als angesagt, Viertfreiheiten konsequent von Anfang an einzig Partei, die das gemerkt hat, zuverlässig schon mal das gemerkt. Wir haben Gesetze mitgestimmt, die den Respekt von der Freiheit garantiert haben. Wir haben alles nicht mitgestimmt, was die Freiheit angeschränkt hat. Aber wir sind ganz hoffentlich, dass wir das so gemerkt haben und auch das durchgehalten haben. Wir gesehen, und ich will das noch nicht verlängern, aber ich will auch so, dass wir am Blick gesehen, dass Misstrauen an der Population gehen, die wir der Politik von der Regierung aber klemmt, die feiert Dosis, geht nicht gut ugeholt an der Population, also das ist ja auch ein Indiz, dass sich dort Opinion Publik aber entwickelt. Aber es gibt noch einmal die Tendenzen zur Impfpflicht. Ich will just daran erinnern, die CSV hat schon den 24. Dezember 2021 eine Motion an der Chambre abgerutscht für eine Impfpflicht von 18 Jahren an. Dann hat man den 14. Juli 2022 hat man eine Motion von mehr Kruchten, von der Majorität plus CSV, die auch rum eine Impfpflicht gefordert hat. Und das Gesetz ist ja auch Vorbereitung. Das ist auch eine Sache, die hier im Land mit einer nachwärtigen Regierung als Staatsrat umgegangen ist. Und das ist eine Diskussion, die ist noch umlaufen, aber das ist so, dass noch immer die Problematik von einer Impfpflicht am Raum steht. Madame Lehnert hat in ihrem Interview hat auch gesagt, sie schließt das nicht aus. Wir sind demnach als Regierung bereit für den Fall, dass sich die aktuell stabile Covid-19-Lage und so weiter, wenn das sich gegen verschlimmern, dass legislativ Maßnahmen nötig wären, in dem Augenblick würde das Gesetzesprojekt auf den Gesetzesweg geschickt werden. Das ist also, was die Situation zu Lützburg angeht. Wir hatten ein ganz großes
wirklich ganz, ganz große Probleme hier am Land. Viele Sachen, die nicht so funktionieren, tun die nicht sollen. Eine Regierung, die ganz los, ganz schläfend reagiert auf das, was wir gesehen haben. Und nachher mal die Möglichkeit von der Aufhebung von einer Impfpflicht. Ob schon, und da komme ich auf den zweiten Punkt, ob schon die Welt rundherum sich rapid entwickelt. Und mit meinem Debatte, dass die Reflexionen und das, was am Ausland rundherum geschittert, hat keine Inzidenz in dem Land. Und just wollte mal ein paar Beispiele nennen aus Deutschland und auch aus anderen Ländern. Wir hatten Herr Lauterbach, den hat das noch erst vor auf der Television gesagt, die Diskussion um Impfschiert an Impfnebenwirkungen, die können nur mal so los richtig an die Öffentlichkeit. Wir haben noch Daten vom Paul-Ehrlich-Institut und so weiter, die aber hinweisen, dass es eine Höchstzahl von Todesfällen, wo schwere Nebenwirkungen und mittelschwere Nebenwirkungen gibt, von den Lichten mal nicht zu schwätzen, sodass das wird lang als praktisch als Erfindung, als nicht realistisch, als eine Schwurbler-Theorie durchgestellt wäre, aber nur wirklich viel mehr an den Zentrum von der Diskussion kommt, wie gesagt, an den Notbeschlenner heute zu Lützburg bis lo kaum. Wie ist es dann zu Lützburg? Wie ist die Mortalität? Wo sind die Mittel erlischt? Wir haben keine richtigen Statistiken. Es gab an der Corona-Zeit die Impfung als sicher durchgestellt. Wie gesagt, es gab alles minimiert und Nebenwirkungen. An Haut geht auch noch nicht darüber geschwert, auf jeden Fall nicht viel. Aber Doktoren schwätzen darüber. Also auf jeden Fall kann ich so aus meiner persönlichen Erfahrung, auch viele Kollegen die Erfahrung auch gemerkt, wenn es einen Doktor gibt, dann erzählen die ich direkt von den Krankheitsbildern, die sie massiv haben, auch bei jungen Leuten, an die Nebenwirkungen sind. Und es muss einfach so, dass die Pharmaindustrie durch die Verträge, die die EU aufgeschlossen hat, nicht an der Verantwortung steht, dass die Steuerbezahler und die Steuerbezahler und den einzelnen Ländern für dann dafür abzukommen, schon die Pharmaindustrie wirklich groß Profite da gemacht hat. Und dann ist aber auch froh, wie soll dann halt zu Lützburg das funktionieren? Welche Prozeduren sind häufig gesehen? Praktisch nicht. Das ist alles ganz schwerfällig, wenn überhaupt. Doktoren haben auch immer keine Möglichkeit, wie hier arbeitet, wenn sie Impfschäden reportieren, auch dafür remuneriert zu gehen. Schwere Prozeduren. Froh stellt sich, was könnte dann in Haftung? Geht durch Fonds angerichtet? Wen ist responsabel? Alles Fragen, die nicht geklärt sind hier im Land, wie wir im Ausland noch mal aber wenigstens eine Diskussion und laufen können. Auch an anderen Ländern. Und da wollte man euch auch ein paar Sachen appellieren. Wir hatten als Haupttheorie, für wer doch Freiheit, die Nummer muss ja mehr angeschränkt gehen, das war immer die Verhinderung von der Überdrohung vom Virus. Und hinter den Heringen am Europaparlament wissen wir, dass das mal nicht getestet wird bei den Impfstoffen. Das heißt, den Argumentär hat aber überhaupt nichts basiert. Nichts. Die Cochrane-Etüde, die wir das ist die größte Meta-Etüde, die wir bis jetzt haben, über den Nutzen von den Masken, das renommierte Institut, ich meine, die Leute, die sich nur mit Medizin befassen, wissen das. Für Meta-Etüden, die stellen fest, dass Masken, Zitat, nicht bis höchstens nicht viel bringen. Auch das also ein ganz remarkable Entwicklung in der Question parlamentär gestellt, direkt zu dem Thema. Und werden dann drauf, was die Regierung antwortet. Da gibt ganz viel Leute, Druck auf Leute ausgeübt, auch auf Kanner, Juncker, die nach der Maske mehr leiden, nach vier Wissen. Und da sind wir mal gespannt, was da geantwortet wird. Aus Schweden, da gibt es ja auch international Vergleich, es scheint so zu sein, dass die schwedische Approche, das war ein bisschen Eis von der Ege-Verantwortung, von Rücksicht auf einer Leute und so weiter, echt dazu geführt hat, dass Schweden die Versterflichkeit manner höchst zu sich schenkt wie bei Eis. An Westeuropa, wo man eben eine Lockdown-Philosophie und so weiter hat, in den USA sind ganz viele Klonen im Gang, an dem Vereinigten Königreich haben wir die Lockdown-Files, wo anscheinend die Regierung bewusst auf vorsätzlich falsche Informationen und Leute bräuchte wird, wie bewusst Psychosen zu provozieren, Leute unter Druck zu setzen, Angst zu machen. Auch das ist ein Prozess, den am Vereinigten Königreich politisch beerbigt wird. In Frankreich haben wir ganz viele Publikationen noch von Statistikern, die offizielle Durchstellung von der Covid-Krise hinterfragen. Wir haben, und dann über die Europäische Union will ich auch dann ein paar Worte verlieren. Du hast ja wie viel gelöfte europäische Ankaufsstrategie, die uns all gerettet hat von den Impfstoffen. Du hast sicher etwas drin, aber das ist nicht die ganze Vorricht. Vor allem haben wir den SMS-Gate bei der Europäischen Kommission. Da sind
die SMS, die Madame von der Leyen mit dem Patron von Pfizer ausgetauscht hat, die sie gelöscht. Das sind 100 SMS ungefähr. Es gibt einen Plan von der New York Times darüber. Es gibt eine Enquete vom Parquet Européen. Code Kant hat Informationen gefragt, an die sie refusiert, gegen die Europäische Kommission mit einer Opazität, mit einem Verdacht auf Korruption. Weil auch der Parquet Européen, der das schon in seinem Zuständigkeitsbereich, hauptsächlich beim Verdacht auf Korruption, Enquete zu machen. Wir haben bei enormen Quantitäten von Dosen, Impfdosen, die angekauft wurden, die gehen dadurch nicht mehr billig, mehr mit teuer, das ist auch eine kommerzielle Leistung, die sonst wahrscheinlich nach Käferde spricht hat. Wir haben Verträge, die die EU-Kommission aufgeschlossen hat, die keine Responsabilität für die Laboratoire, für gesehen, ich hatte das für Drogen angeschwert, mit Mombastaten müssen auch noch dafür Kotekästen für die Pharmaindustrie bezahlen. Sie haben dann nicht eine höhere Kraft oder nur gewesen geben, was aber praktisch unmöglich ist. Wir haben hinter der Bankenkrise eigentlich ein Prinzip gehabt, dass man nicht mehr sollen Kästen auf Steuerbezahler aufwälzen. Das ist aber hier massiv der Fall. Und nun, und das ist als Randnotiz, soll dieselbe die EU-Kommission auch noch zusammen Waffen und Munition für uns alle kaufen. Da sind schon gespannt, was da ein paar Jahre dann rauskommt. Es ist auch interessant, und das muss ich auch noch streichen, dass man die ganzen Impfstoffe, wo das hier kommt, aus, da wurde das noch an der Versuchsphase. Das ist auch damals gewusst gewesen, dass von irgendwelchen Konsiderationen der European Medical Agency auch wusste. Das heißt, die Impfstoffe waren zu einem Teil, oder waren nicht alle, ich weiß das noch nicht mehr genau, aber waren alle gut noch nicht an den Versuch aufgeschlossen. Das heißt, das war alles fast drei. Und das heißt, die neuen Impfstoffe auf mRNA-Basis, das war wirklich Neuland. Und sonst wollen wir alle gut Teil von dem Versuch, den dann durchgemerkt haben, also in der Kondition von der Pharmakopée und dem Report von Impfschirr, den aber bürokratisch ist, aber wie gesagt, nicht ganz, ganz schlecht funktioniert. Das ist auch interessant, das muss ich auch so, ein Faktum, der vielleicht nicht genug in der Strache ist, DMAT, die European Medical Agency, hat evaluiert, die Impfstoffe sind Rekommendationen gemacht, mit Decision für einen Impfstoff zuzulassen, hat Kommission gemacht, die Europäische Kommission. Das heißt, die Europäische Kommission autorisiert selber die Impfstoffe oder eben nicht, wie sie jetzt autorisiert, die sie dann noch kauft, an einer kompletten Intransparenz, da hat man auch schon drüber geschwört. Und dann noch könnte Korruptionsverdacht. Das ist also für Gewaltentrennung oder so, sind wir weit, weit weg. Auf jeden Fall zu sagen, das wäre die Suchse gewesen mit der Europäischen Kommission. Ich meine, da muss ich auch da ein bisschen kritisch gucken. Wir haben als ADR eine ganze Reihe Forderungen, wie gesagt, wir haben als redaktionelle Hülle von mir, ich stehe ausgedeelt, das sind aber Notizen, die ich gemacht habe. Das ist nicht den fertigen literarischen Aufsatz. Mit die erste als Volltransparenz bei den Impfnebenwirkungen, klar remunerierte Prozeduren für Doktoren, Errichtung von einem Fonds für die Indemnisierung von den Viktimen, sehr an unkompliziert Unerkennung von den Opfer von der Impfung, also sehr an ungemäßen Entschädigungen. Ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit, und das ist self-explanatory, da brauche ich nicht weiter darauf anzugehen, aber das muss gemerkt sein, dass am Ausland geht, dass diese Weg, das muss auch heute zu Lützburg, der Weg gehen, dass die Leute sich nicht allein gespielt, viele wie das am Blick, als auch noch diskreditiert spielen, nicht erst geholt spielen, das kann nicht sein. Ich meine, das ist ein Problem, den dokumentiert, als da muss man noch so umgehen, wie es sich für ein zivilisiertes Land gehört. Dazu, das habe ich gerade angeschwert, komplett Abklärung über die Rolle von der EU-Kommission. Mehr Transparenz bei den Todesursachen. Das geht schon im Radio, geht der Tag gesagt, sie sind durch oder Mann. Covid gestorben oder immer mit kann ich noch durch oder mit der Impfung sterben. Also da müssen den, auch die Leute, die verloren an ihrem Umfeld, müssen aber eine Möglichkeit gehen, das umzuschwätzen und dann auch mal klare Statistiken. Da kriegt in Frankreich also eine Polemik da im Gang an dem Kontext, dass die Statistik auch dann frohen, die Regierung hört und die Regierung geht sie nicht. Also dat, da sind auch noch ganz viele Entwicklungen, die werden bei uns durchkommen. Wir hätten gerne eine unabhängige Untersuchungskommission. Da können die Leute dran holen, das tue ich nur als Beispiel, das macht nicht in der Eis ungeschwert, wir wandert froh, hat, wir können den darunter denken. Statistiker, den Herr Chaillot zum Beispiel, Schwede-Spezialisten, wie aus ihrer Erfahrung das gucken, Leute aus der Patientenvertretung, die ja auch so ein
ein Gremium gefroht, Doktoren aus verschiedenen Spezialitäten, nicht nur Epidemiologen oder Infektiologen, sondern auch Hausdoktoren, Herzdoktoren, die mit Krankheitsbildern konfrontiert sind, die es bislang nicht hatten, nicht einmal bei jungen Leuten, Leute aus der Zivilgesellschaft, noch Vertreter von Impfgeschädigten. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie so eine Kommission so zusammenzusetzen, dass sie kompetent, auch selbstverständlich, aber auch kredibel für all die, die konzerniert sind. Und natürlich mussten die Leute kompletten Access auf alle Dokumente und Statistiken kriegen. Wir hatten an einem Kommuniqué vom 21. Februar auch schon so eine unabhängige Kommission gefroht. Patientenvertretung hat das auch gemerkt. Wir mussten einfach gucken, wann in so etwas möchte, wo überhaupt den Nutzen oder die Kosten vom Lockdown, wie wurden die Sanitärprozeduren, wie ein Protokoll gaufen, do gefroht von den Doktoren, und wer tut das als Konsequenz? Gehabt, viele Leute sind nicht behandelt, gehen do, wenn sie zu spät an die Klinik kommen. Wie gesagt, das ganz Gesundheitswesen muss überfroht gehen, und nicht so mit homöopathischen Dosen, wie Madame Lehner das will durchstellen. Mir schmengen das wirklich mit der Gravität von der Sache, also wirklich so, dass ich das muss richtig gucken. Wir haben noch am Gesundheitswesen, das gesagt, gehen die Spidola sich saturiert, dass nicht genug Personal da, mit das auch Personal einfach gegangen, weil sie demotiviert kaufen, unter anderem durch den Impfdruck. Das waren Sachen, die auch bei uns an der Presse zum Teil waren. Da wurden Leute invitiert auf RTL, die da gesagt haben, ja, den Druck am Gesundheitssektor auf die Pflegeberufe war so groß, dass auch den Druck, wie sich impfen zu lassen, dass viele Leute einfach abgehalten haben. Und alles das sind Elemente, die an der Diskussion auch da sollten einfach kommen. Es ist noch so, dass am Blick eine Petition über so eine Ersicherungskommission noch an der Chambre, just wie du klar, dass nicht als Lin, dass nicht zwar dieselbe Forderung wegen unabhängiger Ersicherungskommission, aber mit der Petition, da haben wir direkt nichts zu tun. Gut, im Bereich von der Legislation hätten wir auch gerne eine Reihe Konsequenzen. Das ist, dass wir wollen den Abandon definitiv von dem Gesetzesprojekt, das nicht deponiert, mit Madame Lehner hat schon noch ein Keier betont, dass die Regierung bereit werden, also nach der Responsabilität von der Madame Tanson, die Obligation vaccinal. Wir hätten gerne den Abandon definitiv. Weil, muss ich sich auch vorstellen, das rümmt den Inselphänomen. Wir haben überall an unseren Europaschländern haben wir das Phänomen, dass sich ganz kritisch mit den Impfstoffen, weil es auch nie gesagt wird, dass die Impfschäden die großen Thema sind. Und da gehen wir hin, hier am Land, und wir schwätzen noch einmal von einer Vaccination obligatoire mit genau denen Impfstoffen, die eben so kontestiert sind. Also, das ist ein bisschen so, als wären wir defasiert per rapport zu den Entwicklungen im Ausland. Das kann nicht sein. Und in anderen Ländern, so schon in den USA, Frankreich, schon lange, dann von der Pandemie erklärt, wir hatten noch das gefordert in der Question parlementaire. Hier sind wir aber noch nicht fertig mit der Pandemie. Wir sind einfach hier im Land mit hohen Grenzen, an einem anderen Universum offensichtlich, wie in den Europäischen Ländern. Wir hätten gerne, dass der nächste Punkt eine effiziente Ersatzprozedur für Anspruchsmöglichkeiten gegen Reglemente am Notstand. Nicht hat die Krise, ich erinnere an die Proposition der Loi Reding, du hast gesagt, wir werden Verwaltungsgericht zuständig, wir hätten gerne, dass das richtig gut so geregelt ist. Das waren Grundrechte, wenn die Leute angeschränkt gehen, dass wirklich so Effizienzmöglichkeiten für ihre Kur da sind. Das ist am Blick nicht der Fall, wir bleiben da im Ball. Nächster Punkt ist, wir hatten gerne Pandemie gesetzt. Du hast Madame Lehner natürlich seit 3 Jahren im Gang 4 zu bereden. Das ist sicher löwenswert, mir das geht alles nicht durch. Und zwar Pandemiegesetz am Respekt von der Grundfreiheit des Menschen. Wir hätten gerne Vollresfreiheit, das heißt, wir wollen keinen QR-Code. Und da hat man auch eine Question parlamentär gestellt zum Punkt 20, auf dem G20 zu Bali, Punkt 23, pardon. Und da ist eine Question parlamentär, die hat man den 5. Dezember gestellt, da ist noch einmal kein Antwort da. Das sind ja auch erst 4 Monate, ich meine, das ist just 4 Mal mehr lang, wie die Chamberreglemente. Wie gesagt, soll die Regierung nicht so viel in den Druck setzen an denen frohen. Kein Transfer von Kompetenzen in die EU oder die OMS, weil wir gesehen bei der EU, zu wer das feiert. Das heißt, wahrscheinlich gucken die Gerichte nach, zu wer das feiert. Wir mengen, dass wir als Kompetenzen national können oder sollen ausüben, was nie ausschließt, das muss ich auch sagen,
dass er nicht mit dem Ausland intensiv zusammen schafft. Das scheint als eine Selbstverständlichkeit zu sein, notamment in der Pandemie, der Krise sanitär oder so. Aber muss ich nicht als Möglichkeiten, als Lockdown, als wer doch immer an die Hände von irgendwelchen Gremien lehen, auf denen wir absolut keinen Abfluss haben, das ist nicht die Idee, die wir hätten. Wir wollen, dass die Impfpflicht, Covid-Impfpflicht an der Armee aufgeschafft wird. Das ging auch der Rekrutement erleichtern. Wir haben gesehen, dass die Zahl von möglichen Freiwilligen nach zurückgegangen ist. Also da haben wir Jobprobleme, Leute zu finden, sind da, dass die Impfpflicht da besteht. Wir wollen, dass die Independence sozial aufgesichert gehen. Das heißt Zeit. Wir wollen, und das ist eine interessante Sache, die wir in Bayern und anderen Plätzen auch gesehen haben, wo Gerichte festgehalten haben, Bundesrichter, ich habe einen Artikel, ich zitiere kurz, Maßnahmen, jene Regeln, die als zu weitgehend angestuft wurden. Verbot, die eigene Wohnung zu verlassen, um sich allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands im Freien aufzuhalten. Lauter das, wie wir doch hier hatten, wo aber nur Gerichte am Ausland in der Zwischenzeit schon desideriert tun, genauso wie bei den Masken und so weiter, dass das alles zu weit geht, nicht rational ist. Und die Leute tun auch dann einen Anspruch, dort Protokolle vom Staat zurückzukriegen, weil das eine richtige Idee ist. Genauso, wenn es dazu 2G-Politik, wo Leute hier erwischt verloren. Und wie sollen die nicht indemnisieren? Weil wir wissen, dass alles zu weit ging, das war ein Druck, den an die Grundrechte von den Leuten angegriffen wird. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob der Staat da nicht auch eine Responsabilität hat für die Maßnahmen da richtig. Weil da gehen viele Leute, waren Protokolle, da kann ich sagen, dass das noch nicht so schlimm mit dem Verlust von der Arbeitsplätze zum Beispiel. Das sind ganz gravierende Sachen. Und ich meine, auch da sollen sich nur Gedanken machen, wen man da umgeht. Am medizinischen Sektor will man den Schluss mit dem Druck auf Doktoren, ne? Das ist ein ganz wichtiges Sache. Wir wollen Stärkung von unserem Gesundheitssystem. Und das ist nicht, man soll wäre und könnte und hier und da, wie das mal ein Zitat Lehnert, wir hätten gerne eine Stärkung vom Gesundheitssystem, mehr medizinischer, paramedizinisch Personal, bessere Motivation, Berufe mehr attraktiv machen, teilweise Liberalisierung vom Beruf, richtige Reservekapazitäten. Wir hatten an der Pandemie direkt am Anfang eine Proposition der Loire Engelen über 12 und die Spitalsbetter, weil die haben am Land aufgeholt bei einer Demografie, die wiest. Alles das wollten die Sozialisten an der Chambre nicht akzeptieren, bis wir mit dem Bulletin vom Stadtdeck hingegangen sind und den an der Chambre vorgelesen haben. Und du kommen dann andere Erklärungen über, was für sich ambulatoire Traitement daran haben. Ich muss dir vorstellen, du hast sogar an der Krise negiert gehen, was alle Menschen am Land wissen, was Dokumente. Dass der das Spitalsbetter absolut nicht mit der Demografie vom Land Schritt gehalten haben. Und dann, bon, wie gesagt, das ist schon über die Energie, wenn man am Lehnert wird gesagt. Dann, wir wollen die psychologischen Konsequenzen abfangen. Ob die mentale Gesundheit, da wo eine überproportionierte Angst par rapport zu den reellen Risiken von der Krankheit. Das also ein Thema am Blick, wie gesagt, bei den Lockdown-Finds ganz viel an England, aber das hat auch Implikationen auf uns. Wir haben, wie gesagt, die Leute, die lang waren, isoliert, wir müssen lang sterben, wir haben Stress bei Kindern, bei den Jungen ganz viele Psychosen, Angstsituationen, Konsequenzen, Stigmatisierung bei kein normalen Schulsport oder Freizeitaktivitäten, mehr Suchtverhalten, Alkohol- und Cannabiskonsum haben zugeholt, mehr Selbstmordgedanken, Kannerjurentelefon hat die Sachen publiziert, die kennt das, die sind als Journalisten darüber ganz gut informiert. An der Politik hat man gerne eine Entschuldigung von den Leuten, die so über die Impfskeptiker hier gefallen sind. Die Gesellschaft als gespleckt ging, auch von der Politikerplatz, dass man mit Toleranz umgegangen wären, eh mit dem anderen. Das richtig abgestüppelt ging zum Teil. Und ich meine schon, dass es da nicht schlecht wäre, wenn die Politiker, die das gemacht haben, sich auch gingen dafür entschuldigen. Für uns ist ein klarer Lehrer, der den Toleranz und respektvollen Umgang mit denen nicht soll pflegen. Demokratie und Grundrechte respektieren, man hat Hysterie auch. Das, wie zum Beispiel die CSV Bimmel da proposiert hat, mit Tracing-Appen durch den Kaktus zu laufen, also wo dann piepst von den Ungeimpften oder Positiven, die immer lebt. Also, das sind Absurdsituationen zum Teil, die unserer Gesellschaft, die nicht in unsere Gesellschaft passen. Und wo wir uns immer dagegen gewirrt haben, wie gesagt, dass Frieden ist heute noch, dass man die Konsequenz hat. Und das ist nicht immer einfach. Wir dürfen auch dafür ganz viel kritisiert. Aber gut, ich meine, das muss ich heute für seine Überzeugungen dann eben noch richten.
Dann hätte man gerne mehr Resilienz für den Krisenfall verlangt, mit Motionen, dass man Reserven im nationalen Territorium sollen, wo wichtige Gitter, auch Petrol, he, das ja, ich meine, die Situation, aber blickweise ist ja auch, dass das wichtig ist, dass den Zugriff auf die Sachen hat. Aber wir hätten noch gerne wichtige Produktionen an Europa, noch zu Lützeburg, dass man mehr aufhängig gibt von anderen Ländern, in Europa. Wir müssen nationale Grenzen unerkennen, sie existieren. Das lange so gemerkt, als gäbe es denen, mit einer Wallo geleert, dass es so geht. Aber wir müssen da realistisch immer da umgehen und notwendige Akkorde mit den Nobelschländern aufschließen, auch bilateral. Und da muss man auch wissen, dass die Manier, wie wir die Large-Scale-Testing betrieben haben, wahrscheinlich auch dazu beigedrohen hat, für die Nervosität im Ausland gegenüber Lützeburg an die Luft zu setzen. Wir hätten gerne dass Berodung, die Regierung sich eine bessere Berodung gibt, und zwar nicht nur einseitig, sondern für Gruppen, wo Leute, die alle Sektoren der Gesellschaft repräsentieren. Ne? Weil wir hatten ein Monopol praktisch von Infektiologen und Epidemiologen, pardon, die an der Covid-Zeit die Debatte monopolisiert, medial und auch an der Politik. Und mit Gesellschaft besteht nicht nur aus Hinnen, sondern sie als komplexe, ökonomische Aspekte, Sicherheitsaspekte, allmögliches, Schule. Voilà. Und ich meine, du musst ihn einfach gucken, dass deine Regierung mehr equilibriert kann jugieren, dadurch, dass sie sich Möglichkeiten gibt, mehr Sachen mit an hier. Decisionen anzubannen. Dann Reindustrialisierung, ökonomische Diversifizierung. Da geschieht einfach nicht viel am Land. Überhaupt an der Industriepolitik geschieht nicht viel. Wir hatten gedacht, es wäre ein normales Resultat von der Covid-Problematik, dass wir hingehen und wir gucken, dass wir Europa reindustrialisieren. Das geht zwar ganz schwierig, auch durch die aktuelle politische Situation. Aber das ist einfach ein absoluter Muss. Und es geschieht nicht. Wir haben eine passive Industrialisierungspolitik beim Herrn Fayo. Das ist praktisch nicht zu gesehen, dass da etwas an der Industriepolitik hier im Land geschehen kann. Das ist so, dass immer angekündigt wird, wie nicht könnt als Betrieb, wie wir können, da geschieht nicht. Und da wollten wir dann auch noch in Erinnerung rufen, dass wir eine Tüte bei der Cour des Comptes angefragt haben über das Large-Scale-Testing. Da sind wir auch ganz gespannt, wie ihr die könnt und was dabei rauskommt. Voilà, das waren die Punkte, die wir Richter Meyer wollte präsentieren.